Hallo und ein herzliches Willkommen zu einem schönen neuen Spiel. Diesmal zocken wir Dead Realm. Das ist sozusagen ein kleines Geisterspiel, wo wir überlebende Menschen suchen müssen. Ich muss jetzt schnell einen Geist auswählen und ich nehme Baby William. Ja, und dabei bin nicht nur ich, sondern auch der gute Tobi. Hallo. Der gute Benny ist am Start. Hallöchen. Und der kleine Currywurst da oben, sehe ich ihn doch schon. Hallo. Oh, der Geist ist frei. Und ich bin der Geist, ja. Boah, Alter, wie schnell bist du denn? Erklärt uns jetzt der liebe Benny. Ja, also wir spielen so eine Art Verstecken mit Gruselmodus, sag ich mal. Der Sarazar heißt der Geist und der muss uns jetzt finden. Und wir müssen uns hier irgendwo verstecken. Mhm. Und sowohl der Geist als auch wir haben so einen besonderen Beobachtungsmodus, sag ich mal. Oh, und ich kann hier eine Falle aktivieren, das mache ich auch mal. Wow. Ja, der Geist, der kann, glaube ich, besonders hoch springen, ne? Doppelsprung, der kann sich unsichtbar machen und der kann uns aufspüren. Und ich glaube, wenn wir rennen, dann kann er uns besonders gut aufspüren. Wow, da ist er schon! Tobi? Ja? Und wir haben ein Handy und mit dem Handy können wir den Geist als so eine Art Rauchgestalt wahrnehmen. Und wir können so zwei Arten von Sachen noch aktivieren. Also einmal so ein Schutzschild, beziehungsweise so eine Barriere. Und zum anderen einen Lockvogel platzieren. Wow, Hilfe! Der ist immer noch hinter mir. Oh, Benny ist mein Lockvogel. Ja. Alter, ich hatte dich doch. Das kann doch wohl nicht sein. Nein! Oh, verdammt! Dieses kleine Baby! Was ist das denn, Alter? Da wollte ich mich gerade verstecken. Alter. Ja, ich bin das kleine Geisterbaby auf jeden Fall. Und ich habe jetzt den Benny zum Geist ebenfalls gemacht. Der sucht jetzt mit mir die anderen. Eine genau. Runde geht 3 Minuten. Es gibt ganz viele verschiedene Spielmodi, ganz viele verschiedene Karten. Ziemlich lustiges Game auf jeden Fall. Gibt's bei Steam für, glaube ich, 15 Euro oder so. Ja, genau, das ist ein geiles Game auf jeden Fall. Ich finde dieses Spielprinzip an sich ziemlich geil. Vor allem, wenn man halt nicht weiß, wer der das Monster ist, kann das schon ziemlich lustig sein. Oh, da hinten spüre ich jemanden auf. Nee, lass mal sein, bitte. Das ist gar nicht gut. Ah, hinter der Wand muss er sein. Eine geile Sau. Ah, das war nur ein Lockvogel. Der Tobi ist doch wieder so eine sexy Luder. Ich will ja die blonde Bitch. Mensch ist in der Nähe. Ein Mensch ist in der Nähe. Ach du Scheiße. Also das Spielprinzip ist eigentlich Verstecken. Es hat ein bisschen auch was von TTT, muss ich sagen. Ja, auf jeden Fall. Und wir wollten das auch mal einfach anzocken und vielleicht ein paar Folgen davon machen. Auf jeden Fall ist es besser als Unloved. Ja, da ist was dran. Ein bisschen. Wo ist denn... Noch nicht sein. Was. Tobi, lebst du noch? Mist, ja. Wir haben nur noch 30 Sekunden, beziehungsweise 25. Heißt, weit weg sind die Alter, Benny. Ja, einer war eben hier. Der ist aber, glaube ich, weggerannt. Okay. Alle sind vergiftet. Mist. Alles ist vergiftet. Ah, ich glaube, wir verlieren. Oh, da habe ich, glaube ich, jemanden gesehen gerade. Ja, Curry. Ja, wo seid ihr? Curry, wir haben es gar nicht geschafft, Mann. Auch eine sehr kurze Zeit eingestellt, 6 Sekunden. Weil das Level aber auch nicht so groß 4, ist. Das war die Standardzeit. 3, 2, 1. Frohes Neues. Ja, die Menschen haben jetzt gewonnen, nur mal um so eine kurze Runde zu zeigen. Wie gesagt, ich war der Geist, du kannst 3 Geister auswählen. Human spielt auch mit. Im Prinzip muss ich dann die Leute zu Geistern machen. Du bist der Buhmann? Nee, Human, was? Der macht auch mit hier. Ach so, der Human. Der Human. Ich hab Human verstanden. Human hat gewonnen. Okay, Human und der Ghost. Wer ist Geist? Tobi. Ich bin schon wieder hier. Weiß ich nicht, vielleicht, Curry, soll man den vielleicht verraten? Nee, du hast gerade gesagt, du bist schon wieder. Du hast sie jetzt schon verraten. Was? Du hast sie jetzt schon verraten, ist alles okay. Benny ist Geist. Ja, so sieht's aus. Oh, und ich sehe ja schon am Anfang, wie ihr euch versteckt. Hallo, Benny. Alter, also, Benny ist der Wolf. Benny ist der böse Wolf. Ach, Scheiße. Warte mal, wo gehen wir denn hier? Also? Benny, ich bin frei. Benny, willst du mein Großmütterchen haben? Oder was? Schenke ich dir. Wo ist er denn hin? Tot. Wo ist er hin? Ja, ich bin der unsichtbare Wolf. Da ist jemand. Oh, ich sehe den nicht. Das Coole ist, man kann halt hier auch Lockvögel platzieren, wie gesagt, und man kann auch noch Kraftfelder aktivieren. Alter, Benny, fick dich, Benny. Oh, ich bin jetzt verjagt. Ach, Benny, ich hab zugeschlagen. Ich hab gehofft, ich könnte... Was ist das denn hier? Hab mich wie jetzt erschrocken. Was ist das? Wow. Ah, boah. Da sind die anderen. Ich hab das Setting geändert. Schön. Links oder rechts, Benny? Einfach geradeaus. Na? Oh. Ich bräuchte mal einen kleinen Platz hier, wo ich mich irgendwie. Ja, das habe ich auch immer das Problem. Hinschillen können.
Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein! Hast du mich gesehen? Nein, ich hab niemanden gesehen, aber ich hab irgendwas gehört. Ich glaub. Ach du Scheiße, Leute. Alter, ich hab mich mega erschreckt. Das ist voll krass, ne? Boah, ich höre irgendjemanden doppelt. Ja, ich muss mein Mic mal ausmachen hier, wie mein das? Tobi, warte, das war vor lauter Panik, ey. Wo seid ihr, Mann? Hau ab, hau ab, hau ab! Geh weg! Das Spiel ist geil einfach, es macht richtig Spaß. Oh, Alter! Alter, bist du hässlich! Die Geister haben gewonnen! Ach du Scheiße, Mann! Ich hab ihn nur so trampeln und auf einmal kommt er da um die Ecke, ey. Also war das bei mir am Anfang. Ich dachte, ich hab meinen Dings noch platziert, weißt du? Und dann ja, aber ich hab gesehen, wie du das gemacht hast. Es sah aus, wie als hättest du dich geklont. Ja, ich bin Monster! Ja, Dead Realm ist echt geil, muss ich sagen. Also wirklich. Also das ist ganz cool. Vor allem gibt's halt viele verschiedene Karten auch. Das finde ich geil. Ja, vier Stück. Dead ich muss sagen, diese Karte spiele ich nicht so gerne, die wir gerade spielen hier. Echt, ne? Bist du schon Pro in dem Game? Ja, ich bin ein Pro, weißt du? Oh, es gibt auch verschiedene alles. Spielmodi, ne? Also nicht nur den, sondern auch noch einen anderen, wo die Überlebenden dann Uhren finden müssen. Und wenn sie 10 Uhren haben, können sie das Level verlassen, haben dann quasi gewonnen. Okay, Leute. Oh fuck, es ist soweit. Geht halt wieder auf Zeit. Es wird jetzt gemetzelt. Jetzt wird's ranzig. Und vielleicht habt ihr ja Tipps, die ihr zu Dead Realm, die ihr in die Kommentare schreiben könnt. Könnt ihr, da musst du mal an der Neilunse. Wo seid ihr? Ich hab ein schönes Hackebeil. Ein Hackebeil. Ein Hackebeil. Da wo ich gerade bin, gibt's glaube ich keine Sicherheits. Hallo! Ah! Oh mein Gott! Wie kann das denn sein? Warum hast du so ein Monster? Das konnte ich gar nicht auswählen. Ich hab mich ganz schlau rangeschlichen. War ein bisschen eklig gerade. Ja. Allerdings. Okay, Benny, ich würde dir empfehlen. Da sind die. Sei ruhig. Psst. Benny, und lauf so wie ich. Ja? Dann machen wir nämlich, dann machen wir keine Geräusche. Ach. Weil die nichts von ihrem Glück mitkriegen. Was ist das denn davon? Ey, komm her! Du Pisser! Was? Ey, bleib hier! Ben, ja! Ey, wie scheiße war das denn? Weißt du, er steht in der Ecke und auf einmal kommt da so eine Kaugummiblase. Kraftfeld habe ich aufgezogen. Oh, ich bin hier. Benny, stopp! Menschlein! Hallo, Tobi! Tobi! Das war gar nicht Tobi! Ah, doch, war Tobi. Ich dachte, das wäre. Weißt du, wir fressen das wie schon auf und der ruft, das war gar nicht Tobi. Ja, ich dachte, das wäre nur ein Klon. Boah, so. Geil. Ein Doppelgänger. Wir hatten nur 3 Runden eingestellt, jetzt können wir einfach das Level wechseln zum Beispiel. Und ja, bitte, noch andere Karte. Eine Runde mehr einstellen. Bitte. Einfach. Ja, was haltet ihr davon? Oh! Ja, Dead Silence, komm, ich bin dabei. Okay. Dead Silence. Mal, machen wir nochmal eine Runde und dann mit neuem Level. Nochmal 3 Ründchen. Ja. Aber ein bisschen mehr Zeit, oder? Bisschen mehr Zeit. Können auch 4 Runden machen, nee, vielleicht alle einmal. Drei passt, ja, 3 passt schon. Echt? Alles okay, klar. Wenn du das sagst. Guck mal, wir haben das nur einmal nicht geschafft eigentlich. Ah, okay, stimmt, hast du auch wieder recht. Ich hab nichts gesagt. Alles gut. So, Karim, mach bereit. Achso, ja, ich hab noch was vergessen gehabt. Nächste Runde. Ich hab die Figur nicht gewechselt. Mist. Du bist Geist? Ich hab die Figur nicht gewechselt. Achso. Na dann, natürlich dann. Also, ne? Aber ich bin tatsächlich Geist. Du bist ein Mensch. Hallo Benny. Hallo Tobi. Das Level kenne ich jetzt noch gar nicht. Hey Tobi, komm mal mit. Ich kenne halt noch gar kein Level von dem Spiel. Guck mal, Tobi. Aber ihr beide habt es mal angespielt. Hier, wollen wir in Schränkchen gehen hier? Oh, ich glaube, der Curry hat das mal gespielt. Ja, ich hab das mal gespielt. Was hört man hier denn? Jo, Tobi. Hoch die Hände, Wochenende. Ach cool, hier kann man irgendwas aktivieren. Willst du mal mein bärtiges Rohr sehen? Amana. Alter, man kann diese Finger bewegen. Das ist so gut, was wir gerade machen. Scheiß auf die Hinterhand, die ist da. Wir machen Party im Schrank, Amana. Oh. Tobi, oh. Tobi, wir sollten hier rausgehen. Das ist ein Herzklopfen, höre ich denn da? Tobi? Irgendwo da drunter seid ihr. Okay. Tobi? Ich kann euch nicht sehen. Seid ihr in dem Schrank irgendwo? Nein! Nein! Nicht!
Aber ich kann euch nicht rausholen. Das ist ja interessant. Doch, kannst du. Kannst du natürlich, weil. Aber ihr seid euch bewegt, ihr seid weg. Syphilis? Unten. Mit Vertrieb besser keine Zeit. Ich seh euch nicht! Was ist der denn hier? Egal. Dann gebe ich renne ich angeblich an dir vorbei oder du tust die ganze Zeit nur so. Aber ich habe euch auch auf dem Radar. Aber ich kann euch nicht hier orten. Oder ihr seid echt nur eine Etage tiefer. Ich kann so Schritte hörst, weißt du. Ja, das mit den Schritten ist krass gemacht, ne? Wo seid ihr denn? Ich sehe euch auch nicht auf den Kameras. Was? Nee, die sind in irgendeiner Kiste. Ah, da, ich sehe das Monster. Haha, es rennt durch die Halle. Ich hab dich gesehen. Wie er da rumsucht. Lass die Tür zu, Mann. Oh, oh. Na? Tobi? Nein, geh nicht raus. Wo ist der? Warum? Ey, was war das denn? Warst du das? Nö. Wirklich? Oh mein fucking Gott! Er war hinter mir! Achso. Hä? Wo bist du lang? Also, du hast gerade eine Frau ausgemerkt. Oh, Benny. Wie das aussieht! Wo bist du, Benny? Du warst doch eben noch da. Benny in Musik! Ist das das Monster? Wow! Kann ich mal springen? Ja! Verdammt, ey! Jetzt habe ich viel Zeit geschunden, auf jeden Fall für euch. Ja, aber das ist nicht gut für dich, weil du gestorben bist. Jetzt müssen wir erstmal die Puppies finden, ja. Hä? Ich krieg die beide, sind die irgendwo hier? Ich sehe die gar nicht. Doch, ich sehe die schon. Ach doch, da sind die. Okay. Wie kommt man denn da hin? Man kann das umdrehen mit dem Schalter. Okay, ich verstehe. Was denn jetzt passiert? Da kannst du den Kronleuchter runterlassen. Hä? Das ist ja strange. Ja, die nicht, die müssen direkt hier sein. Oh. Oh nein, die Zeit läuft ab. Nein! Komm, Tobi! Tobi, raus! Ey, ich komm hier nicht mehr raus! Das Beste war einmal, wo der Benny dann mit dem Ball hinterher gelaufen ist, ey. Ich bin weggelaufen. Ja, wir waren einfach in einem verkackten Schrank, Mann. Ja, aber ich hatte dich die ganze Zeit anvisiert. Ne? Dann wurden mir zwei Punkte auf dem Tisch gezeigt. Oh. Und ich konnte nicht mehr machen, als euch da... Ja, wir waren hinter dem Tisch im Schrank. Ja, hinter dem Tisch im Schrank. Ach krass, okay, das wusste ich gar nicht, dass man die aber du hättest die Türen auch öffnen können, wenn du dann beim Schrank gewesen wärst. Hier ist ja eine Geheimtür sogar. Okay. Jo, Benny. Aber wisst ihr was? Ich bin der Wolfman. Also das wusste ich nicht. Ja. Doch, das ist so. Oh, aber so geil, wie der Benny da langrennt in der Wanne hinterher. So richtig Benny Hill-Style. Ich krieg dich! Vor allem hab ich immer so getan, als würde ich den Benny nicht sehen. Benny. Hallo, Freunde. Oh. Was geil. Sind wir hier, Alter, sind wir hier in Hogwarts oder was? Yo! Ja, Hogwarts oder was? Hallo? Wo ist das Vieh? Ich seh's noch nicht auf dem Radar. Oh. Ganz ruhig. Na, 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 na. Die ist aber geil. Also, wenn ich du das hab Hunger. Curry, bist du Geist oder was? Ich hab Hunger. Wer rennt denn da? Toll, Curry ist Geist. Wer rennt denn da? Niemand. Ich hab dich gesehen, du Limmel. Oh nein. Ja, bestimmt Benny, ey. Hoffentlich nicht ich. Wo ist er? Ich rieche dich. Ich rieche dich? Ich glaube, du bist in Scheiße getreten. Na? Schnucki? Bitte lass mich nicht den Wolf treffen. Ja, Mann, ist ja ein bisschen Angst verbreitet das schon, ne? Oh, da hinten kniet jemand. Man hört mich nicht. Wer hat denn da so ein tolles Versteck unter einem Tisch? Danke, Benny. Benny, Mann. Ist sehr gut, ich bleib bestimmt nicht hier. Ja, aber hier kann man gut wegrennen, weil er nicht so schnell hier runterkommt. Da vorne kommt, glaube ich, jemand. Nee. Curry, bist du... Hallo! Ja! Nein, du hast ihn hier, Hilfe! Nein! Scheiße. Beweg deinen Arsch. Bist du... Ach! Du mit deiner Furzwurst, ne? Pass auf, komm du mir mal da raus, ne? Ich stecke fest! Hallo? Hallo, Sarata? Na?
Ey, hey, du sexy Bean. Komm her! Ey, wie geht das denn? Was? Warum kann ich dich nicht verschlingen? Ja, das heißt, zwischendrin ist es immer so ein bisschen buggy, ne? Oh, fuck, ey, du bist scheiße. Ja, kacke. Boah, ey. Nein, da ist er wieder! Hilft mir! Mann, ich krieg hier niemanden. Benni hat wieder Hallos, ey. Benni wieder rumbrüllt. Ja, ich werde von einem Werwolf verfolgt. Das macht er übrigens auch außerhalb der Let's Plays immer. Alter, wenn wir das jetzt schaffen, dann hat der Curry keinen gekriegt. Das wäre mal eine Sensation. Noch 30 Sekunden überleben. Nein! Ja! Ja, ja. Scheiße! Zum Frühstück! Oh, Warte, mach dich bereit, wir schaffen das, komm. Okay, Benni, jetzt müssen wir mal ein bisschen Zahn zulegen hier. Komm, warte mal, ich hab eine Idee. So lange abgelenkt jetzt hier. Nee, warte, hier ist scheiße. Ach, 17 Sekunden, ey, das ist doch... Fuck. Das wird nix. Nee. Ja. Ach, okay. Mann, ey, ich hätte euch gern gefuttert. Guck mal hier oben. Was denn? Guck mal hier oben auf der Treppe, Benni. Ach, shit. Yeah. Kacke, Mann. Oh, jetzt wird's schwerer, ne? Der Einzige, der immer gefunden wird, ist der Benni. Ich renne aber auch immer rum. Was für eine Überraschung. Ich renne aber auch immer rum. Ja, Tobi, wo bist du? Ich will mich mit dir verstecken. Ich koste das Monster mindestens eine Minute. Tobis Geist. Nee, bin ich nicht. Tatsächlich, ich bin immer noch kein Geist. Ich weiß auch nicht, warum. Warum bist du denn nicht hier bei uns? Hier gibt's aber so viele Geheimtüren. Oh, Benni, ich komme mit dir. Ey, geh weg aus meinem Loch hier. Ey, was willst du denn? Ich glaube, das mit dem Rumrennen ist halt auch die bessere Strategie. Tick. Wegen dem Ortung halt. Tuck. Tick. 10. Tuck. 9. Tick. 8. 7. 6. Okay, Benni, wir bleiben jetzt hier drin und nehmen unsere Kameras und, Toll, dann werden wir auf einmal gefunden. Ja, aber wir können doch Kameras. Ich weiß ja, dass man Schenke öffnen kann, Freunde. Okay, wir nehmen... Einer kann ja wegrennen, ne, wenn der andere gerade aufgeschmissen wird. Wir nehmen die Kamera. Da okay, Benni, du musst sagen, welche Kamera, wenn du jemanden siehst. Ja. Ich glaube, ich habe gerade den Tobi gesehen, wie der eine Tür zugemacht hat. Ja, den habe ich auch gesehen. Jetzt probiere ich das mal mit dem Schrecken hier aus. Bussi. Da rennt der Tobi wieder. Wo ist denn der Walle? Okay, das ist der Kronleuchter, das ist ja ganz geil. Am Leuchter. Wo ist er denn? Der Walle. Lass dich mal überraschen. Das ist eine Verarschungstür. What the fuck? Wobei das Level einfach echt verzwickter ist, ne? Man braucht ja echt auch schon die Wege alle. Oh, ich glaube, ich habe das Monster gerade gesehen. Mach keinen Scheiß jetzt. Wo? Ja, ich mach die Hose zu. Oder? Nee, hier nur der Tobi. Ja, da ist schon wieder der Tobi. Oh, oh. Das ist halt auch eine verblüffende Ähnlichkeit, der Tobi mit dem Monster. Meine Batterie ist leer. Ah, meine Batterie ist auch leer. Könnt ihr mir nicht mal sagen? Was denn? Ob der hier in meiner Nähe ist? Ich höre Schritte. Ich sehe nicht. Nee, das ist der. Das sind, glaube ich, die Ventilatoren. Ja. Was war da? Was? Was? Der Wolf! Benni! 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 Hau ab, lass mich Ruhe! Ich glaube, ich höre Schritte. Scheiße! Boah. Hör auf, ey. War das ja mies. Okay, Tobi. Ich höre doch irgendwas. Ich hab wieder was. Ich höre auch irgendwas, die ganze Zeit Schritte. Ich weiß nicht, wo wir die sind, ey. Scheiße, Mann. Ich hatte Tobi, keine Energie, sonst hätte ich euch so gecatcht. Komm mal zu uns, zum letzten Versteck. Hilfe! Geh da weg! Was stehst du da so rum? Achso, das war nur eine Puppe. Meine Puppe auch noch. Ich muss hier weg. Boah, ich habe euch alle schon gesehen, aber keine. Ja, du warst gerade hinter mir her, ne? Eine Minute noch. Das ist in dem Level echt schwer. Das ist nicht einfach. Sind wir denn hier? Überhaupt einen kriege noch in einer Minute. Seid ihr mir glimpflich entkommen, ihr kleinen Schweine? Ich finde, der Wolf, der hat auch nicht genug Energie irgendwie, oder? Ah, es kommt drauf an, wie man die einteilt. Oh nein, da sieht man, wie er... Alter, der kommt da um die scheiß Ecke, ne? Wie geil du dich erschreckt hast. Der Curry hat die besten Schreier drauf. Du solltest mal Horrorfilme nachvertonen. Ohne Scheiß, ey. Oh, wer ist denn hier? Hier ist doch jemand. Oh, oh, Monster-Alarm. Kriegst du dich aber nicht mehr. Komm, dann geht's. Scheiße, Scheiße. Ja! Ach, fuck. Fuck.
Mann, ja, Mann. Benny. Ist echt schwer als Geist gerade. Ich war die Hammergeister, ey. Hammer. Aber ey, sauspaßiges Game, oder? Und ich finde, da machen wir auf jeden Fall noch eine zweite Folge von. Jo. Und du willst dann wahrscheinlich schon morgen oder so, ne? Genau. Ey, ich habe die größte Überlebenszeit gehabt, Mann. Du bist der größte, Mann. Bro. Boah, ich hatte die geringste. Guck mal, so schlecht war ich überhaupt nicht. Von wegen, ich werde 3 Minuten, ey. Aber ich war auch oft der Geist meistens. Ja, das stimmt. Ich war nicht einmal der Geist, ey. Ich glaube, wenn Tobi der Geist ist, kannst du echt einpacken hier. Das ist ja, dann alles vorbei. Könnt ihr einpacken, ich kann Tobi auspacken. Tobi ist so ein Programmer beim neuen Level, Alter. Ja. In dem Game. Ja. Das ist wirklich der Wahnsinn. Das berührt mich. Das ist ein super ersten Eindruck, oder? Berührt mich, dass du deinen Satz für mich verwendest. Weil ja, Alter. Das berührt nur mich für dich. Sexuelle Art und Weise. Mit Liebe aus Köln. Penis. Ja, Freunde, ich würde sagen, das war eine lustige Runde und wir sehen uns dann wieder in der nächsten Folge. Und sagt doch mal Bescheid, ob es euch gefallen hat. Und wenn ihr Bock habt, könnt ihr das Spiel ebenfalls kaufen. Gibt's bei Steam, kostet knappe 15 Tacken. Nee. Ist auf jeden Fall ein lustiges Game mit ein paar Jungs. Ihr seht's ja gerade. Und wir sehen uns dann wieder in der nächsten Episode. Tschüss. Ciao. Tschüss. Ciao. Tschüss. From the skin.